hatte die Bodenplatten in der Kapelle verlegt, als die Tempelritter von einem konspirativen Treffen zurückkamen. Sie begutachteten meine Arbeit und lobten mich für diese heroische Leistung. Gemeinsam aßen wir eine Banane. Nein, warte, so war das doch gar nicht. Die Geschichte ergibt hier überhaupt keinen Sinn. Da hat doch jemand an meiner Gedächtnisstütze herumgespielt. Okay. Die Frage ist jetzt bloß, ob dann jetzt auch das erste falsch sein kann, weil er da ja einfach weitergerichtet hat, oder ob die ersten beiden jetzt richtig waren. Also jetzt nochmal, kurz rekapitulieren. Er war nicht fröhlich über eine Kokosnuss. Also ich könnte jetzt mal ausprobieren, wenn ich jetzt da eine wütende Maske reinsetze. Ob er dann schon vorher im Vorhinein abbricht. Wenn schon, dann ist es gut. Hm? Was? Kennen wir uns? Aha. Also, Tempelritter, glaube ich. Warte mal. Ich wollte dir doch gerade noch etwas erzählen. Zum Glück habe ich mir extra für diese Anekdote eine Gedächtnisstütze gebaut. Also, mal sehen. An dem Tag war ich besonders wütend. Wir hatten gerade die Bodenplatten in der Kapelle verlegt, als die Tempelritter von einem konspirativen Treffen zurückkamen. Sie begutachteten meine Arbeit und lobten Scheiße. Mich für diese heroische Leistung. Gemeinsam aßen wir eine Banane. Nein, warte, die Geschichte, da hat doch jemand... Ja, das habe ich jetzt weggedrückt, der letzte. Okay. Das wird schwer. Das wird sehr schwer. Also, was haben wir da noch für seine... Das ist die Stärke. Und das da ist für seine ist für Faulheit. Ich würde trotzdem ausprobieren. Also, ich nehme mal die fröhliche Maske rein. Die fröhliche Maskerade. Und dann noch... den Grizzly. Nein! Den Grizzly. Hier. Genau. Jetzt darf uns den ganzen Scheiß nochmal anhören. Hm? Kennen wir? Aha. Na, ich hab das jetzt kurz weggedrückt. Warte mal, ich wollte dir doch gerade noch etwas erzählen. Zum Glück habe ich mir extra für diese Anekdote eine Gedächtnisstütze gebaut. Also, mal sehen. An dem Tag war ich besonders fröhlich. Wir hatten gerade die Bodenplatten in der Kapelle verlegt, als die Tempelritter von einem konspirativen Treffen zurückkamen. Sie prüften die Statik und lobten mich für meine Stärke. Gemeinsam aßen wir eine Banane. Nein, die Geschichte, da hat doch jemand... Okay, das kann noch zum Problem werden. Jetzt hier erstmal abbrechen. Und... dann den Notizblock öffnen. Hier, Notizblock. Ja. Okay. Also an diesem einen speziellen Tag, an dem ich den Tempelrittern half, war ich wieder fröhlich über einen Apfel. Noch wütend über eine Banane. Ich war aber auch nicht traurig über eine Banane. Oder fröhlich wegen einer Kokosnuss. Pass mal auf, bei der Banane ist er traurig.
Also er kann über eine. Er kann, also er kann über eine Banane nicht fröhlich sein, und er kann über eine Banane nicht wütend sein. Ich weiß nicht, warum sie dann dazu geschrieben haben, er war nicht wütend über eine Banane, weil ich meine, kann er ja gar nicht. Er kann nur bei der Kokosnuss wütend sein. Und er kann bei der er kann bei einer Kokosnuss auch nicht fröhlich sein. Ich durchblick das Rätsel noch nicht. Also er war nicht fröhlich über einen Apfel. Ja, beim Apfel kann er fröhlich sein. Das ist schwer. Fröhlich mein, aber nicht fröhlich mein Apfel. Also er war, wenn er einen Apfel gehabt hat, dann war er entweder. Ich glaube, mir ist gerade ein Licht aufgegangen. Also, mal so betrachtet. Er war nicht fröhlich über einen Apfel. Also, er war nicht fröhlich und er kann bei einem Apfel nicht traurig und nicht wütend sein. Er war nicht wütend und nicht traurig über eine Banane. Er kann aber auch nicht fröhlich sein über eine Banane. Also scheidet Banane auch schon mal aus. Und es bleibt nur noch Kokosnuss übrig. Er war nämlich nicht fröhlich über eine Kokosnuss. Er kann auch nicht traurig über eine Kokosnuss sein. Aber er kann über eine Kokosnuss kann er wütend sein. Also war er an dem Tag wütend. Und er hat eine Kokosnuss bekommen. Und er hat eine heroische Tat vollbracht. Ne? Sieht man ja an dem Diagramm da. Heroische Taten, wütend. Und wenn es das nicht ist, na dann weiß ich es auch nicht. So. Also. Wir brauchen eine wütende Maske. Kokosnuss. Und wir brauchen das. Nein, nein, nicht das Stachelschwein. Lilly wusste, dass sie nicht mit dem das Ä und wenn Ja, es ja, so. ja, ja, ja. Die falsche Taste gedrückt. So, und jetzt den Grizzly wieder austauschen. Und jetzt du wieder. Kennen wir. Aha. Ich schaue mir den Typen jetzt gerade noch mal so genau an. Ich meine, das muss doch unheimlich im Schritt zwicken, wenn der an seinen Hosenträgern aufgehängt wurde. Ich meine, hallo? Aber naja, Tempelrittergrab. Warte mal, ich wollte dir doch gerade noch etwas erzählen. Zum Glück habe ich mir extra für diese Anekdote eine Gedächtnisstütze gebaut. Ah, genau. Jetzt fällt es mir Ja, wieder ein. ja, 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 ja. Besonders wütend. Wir hatten gerade die Bodenplatten in der Kapelle verlegt, als die Tempelritter von einem konspirativen Treffen zurückkamen. Sie begutachteten meine Arbeit und lobten mich für diese heroische Leistung. Dann schenkten sie mir eine Kokosnuss. Das war einer der schönsten Tage meines Lebens. Obwohl er wütend war. Hier, ich habe sogar noch das Buch, in dem ich alles aufgeschrieben habe, inklusive der Bedeutung der geheimen Templersymbole auf den Bodenplatten. Und jetzt lass mich bitte allein. Das erinnert mich alles zu sehr daran, wie ich damals diesem kleinen Mädchen geholfen habe, das Rätsel um die geheime Grabkammer unter der Kapelle zu lösen. Die Oh Geschichte muss ich dir Scheiße. unbedingt mal erzählen. Ich weiß nicht, was das hier unten für ein Bug ist, aber auf jeden Fall, naja. Also, die Grabkammer ist wahrscheinlich leer. Wenn der
einem Mädchen geholfen hat, das irgendwie herauszubekommen. Also, dann weiter in die Haupthalle. Stopp. Habe ich jetzt das Buch? Ah, ich habe das Buch, der ganze andere Müll ist weg. Schauen wir uns mal, warte, schauen wir uns das Buch In an. diesem Buch waren die Erinnerungen des Alten aufgezeichnet. Das meiste war verblichen. Lediglich das Kapitel über den Bau der Klosterkapelle war noch gut zu lesen. Das würde Frank sicher interessieren. Was für ein Zufall. So, jetzt zur Kapelle. Ich meine, aber wenn das Let's Play in dem Tempo weitergeht, sitzen wir Ostern noch da. Das kann ich ja jetzt schon versprechen. So, Frank, hier. Kannst du haben. Was ist denn jetzt schon wieder? Nanu? Das sieht ja mal wirklich interessant aus. Aha. Mal sehen. Das sind zumindest schon mal die Oh selben je, Symbole noch ein Rätsel. Wie auf den Bodenplatten. Aber das Muster ist ja total lückenhaft. Ich bin ein Profi, wenn es um Rätsel geht. Darum genügt für mich auch ein einziger Blick, um zweifelsfrei festzustellen, ja, das hier ist ein Rätsel. Aber die Seite mit den Auflösungen scheint zu fehlen. So ist das Buch für mich wertlos. Alter. Es sei denn natürlich, du hast die Lösung. Alter Finne. Okay. Warte. Kann ich da irgendwie draufklicken? Okay. Nein, Was? das Nein, macht wollte ich. keinen. Ich glaube, ich Nein. Das wollte ich doch gar nicht. Mich verklickt. Ich wollte doch nicht rausklicken. Also weggehen. Also, ne? Also hier jetzt nochmal. Was ist denn jetzt schon, Nanu? Aha. Mal sehen. Das sind zum. Aber ich bin ein Profi. Darum genügt. Ja, aber. Das ist ein Rätsel. Ist Okay, jetzt muss ich kurz den Laptop ein bisschen weiter herziehen, sonst kann ich das nicht lesen. Okay. Als das Mutterschiff schließlich abgehoben hatte, kam Bruder Bodo die plötzliche Eingebung, dass man die Wappen der vier Ordensgemeinschaften lieber so anordnen sollte, dass weder in einer Reihe noch in einer Spalte oder gar in einem Quadranten dasselbe Symbol zu finden war. Warte, ich muss mal schauen, ob das jetzt irgendwie nützlich ist. Okay, das sind irgendwelche Pfeile, anscheinend ist das nützlich. Hernach musste nur noch die Position der geheimen Grabkammer festgelegt werden. Aufgrund einer statischen Anomalie des Klosterfundaments war es nicht möglich, die Grabkammer links von einem Wappen der Wendehalslöwen zu platzieren, das direkt unter dem Wappen der Kleeschreinschlosser lag. Also musste sie irgendwo rechts davon platziert werden. Der Schlangenzungenbärenort, mein Gott, die haben Namen, das ist doch Hammer. Der Schlangenzungenbärenorden bestand darauf, dass ihr Wappen irgendwo oberhalb des geheimen Zuganges lag. Das verärgerte zwar die Bruderschaft der urnenförmigen Holzeulen, meine Fresse, die ihr Wappen direkt unter der entsprechenden Bodenplatte platziert hatten. Aber schließlich setzten sich die Schlangenzungenbären durch. Unter großem Protest platzierten die Kleeschweinschlosser ihr letztes Wappen rechts von der Grabkammer und mussten überdies noch die Demütigung in Kauf nehmen, dass das Emblem damit direkt unter einem weiteren Wappentier der Wendehalslöwen im Mosaik eingepasst werden musste. Ja. Das ist toll. Okay. Also das ist eigentlich kleines Sudoku. Naja. Jetzt pass mal auf, welches Zeichen haben wir hier noch nicht? Wir haben hier das mit dem Löwen, haben wir noch nicht. Oder? Ja. Dann haben wir hier das mit der Eule noch nicht. Wo ist die Eule? Da ist die Eule.